Das hier ist eines von vielen perfekten Lady Di-Bildern, die eine glückliche Prinzessin zeigen, die sie ja nicht war. Das wurde nach ihrem Tod in unzähligen Dokumentationen aufgearbeitet. Am Sonntag kommt in England eine neue dazu mit Aussagen, die der Königsfamilie ganz sicher nicht schmecken werden. Es ist der Blick hinter die Fassade in die Seele einer verzweifelten Prinzessin. In der Öffentlichkeit ist Diana zum Strahlen verurteilt. Doch die ganze Wahrheit findet sich auf geheimen Aufnahmen von 1992, die jetzt in Großbritannien veröffentlicht werden. Ihrem Stimmtrainer erzählt die Prinzessin von Wales vom Leiden an ihrer Ehe mit Prinz Charles. Ich war verzweifelt und heulte mir die Augen aus. Charles sagte, ich kann das nicht mehr hören, ich gehe jetzt reiten. Da habe ich mich die Treppe heruntergeworfen, wohlwissend, dass ich schwanger war. Vertraute und Freunde waren dagegen, die persönlichen Geständnisse zu veröffentlichen, auch um das den Prinzen William und Harry zu ersparen. Kaum Selbstbewusstsein und die quälende Suche nach Anerkennung, so beschreibt sich Diana selbst. Ist es Liebe, werden sie bei der Verlobung gefragt und Charles antwortet lakonisch, was immer verliebt sein heißen mag. Ihre Hochzeit 1981 habe sie als schlimmsten Tag ihres Lebens in Erinnerung, erzählt Diana. Danach wird es nicht besser. Die Eifersucht auf Charles' Geliebte Camilla macht Diana krank. Ich ging zur Königin. Ich habe geschluchzt und gefragt, was soll ich machen? Und sie sagte, ich weiß nicht, was du machen sollst. Das war's. Die Kälte des Königshauses wird zum Horror für Diana. Mein Schwiegervater sagte zu meinem Ehemann, wenn deine Ehe nicht funktioniert, kannst du nach 5 Jahren zu Camilla zurückgehen. So kam es. Die meist fotografierte Frau der Welt, übersehen von ihrer Familie. Darüber konnte sie nur im Geheimen sprechen. Und die Briten kriegen es jetzt zu hören, 20 Jahre nach Dianas Tod.